Um wie viele Jahre sind wir bei der Organisation von Seven vs. Wild gealtert? Geile Frage. Es gab, glaube ich, Momente, da sind wir schneller gealtert als in anderen. Aber wirklich an diesem Tag, wo wir mit den Helikopterpiloten losgeflogen sind, inklusive der 24 Stunden davor, wo einfach alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte, ey, ich habe da safe 10 Jahre verloren. Echt? Ich hoffe nicht, aber das hat Lebenszeit gekostet. Ich denke mir aber bei so einzigartigen Erlebnissen immer, auch wenn sie vielleicht ein bisschen riskant sind und die Möglichkeit oder das Risiko bergen, das Leben etwas zu verkürzen, dafür haben wir schon so viele geile Sachen machen dürfen. Und wer kann von sich sagen, er war mal komplett auf seiner eigenen Privatinsel unterwegs? Also das ist auch eine Erfahrung, die auch wir aus organisatorischer Sicht natürlich nicht missen wollen und wo wir unser ganzes Leben lang von schöpfen werden. Dafür arbeiten andere ihr Leben lang und merken am Ende, dass sie zu alt sind, um sich das zu ermöglichen. Also ich bin sehr dankbar. Und auch wenn unsere Lebenszeit etwas verkürzt wird durch solche hanebüchenen Aktionen, sie stecken doch, die paar Lebensjahre, die wir haben, stecken voller Qualität und Erinnerung für die Ewigkeit.